Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem ersten Video bei YouTube. Ich bin ganz neu und dachte, ich probiere mich mal aus. Ich schaue schon seit längerem viele YouTube-Videos und dachte, ich beginne mal selber damit. Wie gesagt, das ist mein erster Versuch. Ich werde sehen, wie es läuft, wie es mir gefällt, ob ich dann weitere YouTube-Videos drehe. Wir werden sehen. Genau, ich bin gerade beim Steinchen sortieren. Ich habe mir das Bild von Mondo rausgenommen aus meiner Sammlung. Strand der Sehnsüchte mit 39 Farben. Super Leinwand. Mit ganz zarten grauen Rastern. Steine in Zip-Tüten. Ja, viele Painten aus Zip-Tüten. Ihr seht, ich bin da nicht so der Typ dafür. Ich hebe die mir aber auf zum Wegsortieren. In einem anderen Video zeige ich euch mal, wie ich meine Steine wegsortiere. Ich habe da so Kisten. Genau, das hat vier quadratische Steine. Ich zeige euch die mal. Kann euch aber gar nicht. Also ich würde sagen, das sind Harzsteine bei Bigmondo, weil ich der Meinung bin, dass die nur Harzsteine haben. Ich habe schon mehrere Bilder von Bigmondo. Meine zwei kleineren Kinder, die sind auch gerade an so einem Gratisbild drin. Ich zeige euch die mal. Also was jetzt so geratscht hat, das war der Stuhl. Genau. Wir haben auch eins, habe ich schon wegsortiert. Ein einmal AB-Stein ist dabei. Das ist die 318 in AB. Die letzten Bilder, die ich jetzt bei Bigmondo gekauft habe, die hatten immer AB-Steinchen dabei. Ich weiß nicht, ob das schon immer so ist. Ich habe letztens, oder gerade pinte ich ja, das ist so ein Regenwald, ich kann euch gar nicht sagen, wie es wirklich heißt. Das sind nur Strasssteinchen. Das liegt gerade im Wohnzimmer auf dem Esstisch, weil ich immer mal hier an meinem Tisch pinte. Der steht im Schlafzimmer. Der andere Tisch in der Stube, den nutze ich immer, wenn meine Kinder da sind. Dass wir dann gemeinsam in der Stube sind. Teilweise pinten wir auch zusammen. Aber heute, gerade eben, sind sie noch im Hort. Die hole ich gleich ab. Und verbringe gemeinsam den Nachmittag. Ich habe heute zeitig Feierabend. Deswegen nutze ich das gerade mal zum Steinchen einsortieren. Falls ich dann gerade mal beim Straßbett keine Lust mehr habe, dass ich hier noch eins habe. Mit quadratischen Steinen. Genau. Gestern habe ich eine Lieferung von GBFKI bekommen. Da habe ich so allerhand für mich bestellt. Ich war recht erschrocken, es waren 19 Bilder. Oh, wann will ich die alle painten? Ich habe schon so viele. Wie gesagt, ich bin ein totaler Suchti. Nutze jede Sekunde und jede Minute, die ich habe, um zu painten. Meine zwei kleineren Kinder, ich habe drei Kinder. 15, 9 und 8. Meine zwei kleineren jungen Mädchen, die painten auch ab und zu mal. Letztens haben wir erst ein gemeinsames mit runden Steinen gemacht. Jetzt sind sie gerade an dem quadratischen dran. Von Bigmondo mit quadratischen Steinen. Genau, da habe ich aber auch schon zwei selber gemacht. Ja. Was soll ich erzählen? Ich bin 36 Jahre alt, bin verheiratet, drei Kinder, wie gesagt. Ja, wir leben in Leipzig. Und meine Leidenschaft ist das Painten. Seit ungefähr letzten Jahr März mache ich das. Und bin doch süchtig danach. Es macht mir Spaß. Ich mache das gern. Genau. So, ich habe hier verschiedene Sortiersysteme. Ich habe mit diesen kleinen Vierern immer, mit diesen Boxen, die habe ich eigentlich recht gerne. Und aber auch die Medibecher, wenn dann doch mehr Steine sind, die sehe ich gerade, die sind aufgeladen. Mal schauen, wie das dann beim Painten ist. Ich habe auch noch von Teddy diese Medizin für die Tabletten, die Medizinbehälter habe ich noch. Oder ich habe auch schon mal aus Zip-Tüten gepaintet, aber das hat mir überhaupt nicht zugesagt und deswegen benutze ich die gar nicht wirklich beim Painten. Ja, wie gesagt, das ist mein erstes Video.
versuche mich jetzt daran und schaue, wie ich da mit YouTube zurechtkomme. Ob ich da jetzt weitermache oder nicht, das werde ich sehen. Probiere mich jetzt einfach aus und werde sehen, wie es läuft, wie es mir Spaß macht. Aufgeregt bin ich schon, das muss ich sagen. Aber ich glaube, das waren alle am Anfang, als sie angefangen haben, YouTube-Videos zu drehen. So, da daneben. Das mit dem Trichter scheint nicht so zu funktionieren, wie ich das wollte. Also muss ich mir doch was anderes einfallen lassen. Naja, Steinchen sauber habe ich noch nicht. Mache alles per Hand. So, jetzt mal die Tüte hier dazu machen. Und dann sammle ich die Steine alle wieder ein. So. Zusammen. Und dann machen wir die auf ein Schiffchen. Genau, so könnte ich es jetzt auch machen. Letzten Bild, ich hatte, die waren nämlich nicht in Zipptüten. Und da hatte ich das Problem nicht mit dem Ausgießen, weil ich dann die Papiertüten einfach aufgeschnitten habe. Und da ging das auch ganz gut. Aber so mache ich das eben mit und das ist so wunderbar. Ja, was soll ich euch erzählen? Vielleicht habt ihr ja ein paar Fragen, schreibt in die Kommentare und ich beantworte sie euch im nächsten Video. Weil so richtig, was ich erzählen soll, weiß ich jetzt gar nicht. Und hoffe, euch geht es gut. Und ihr schaut meine Videos auch weiter, wenn ich weitere Videos hochlade. Ihr könnt mich natürlich auch gern anderen empfehlen, dass ich neu bin. Bisher habe ich ja nur geschaut und ganz viele Videos geschaut und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ja. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich doch ein bisschen daran Spaß habe und euch auch was zeigen kann und empfehlen kann und quatschen kann. Und euch das gefällt und ihr gerne wieder zuschaut und zuhört. Ich werde keine langen Videos machen, weil ich eh nicht wirklich weiß, was ich euch erzählen soll. Es sei denn, es gibt gerade ein Thema, was ich euch brennend interessieren möchte. Und das vielleicht auch für euch interessant ist. Aber im Moment bin ich einfach zu aufgeregt, um irgendwas zu erzählen. Und deswegen. Und das Video jetzt auch nicht viel länger als jetzt. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch das alles gefällt. Und wir uns wieder hören und sehen. Wie auch immer man das nennt. Aber die Steine sind schon toll bei Big Mundo. Die sind wirklich richtig toll. Das ist eine so schöne Farbe. Schaut mal. Die ist aber kräftiger, die Farbe. Das ist die Kamera, die macht das so hell. Eigentlich ist die kräftiger. Nicht viel kräftiger, aber irgendwie hat die doch was Schönes Pastelliges an sich. 948. Die gefällt mir schon. Ja, der Strand der Sehnsucht, der ist recht eintönig, finde ich. Mal sehen, wie sich das painten lässt. Denn gerade wenn ich das Strassbild jetzt habe, das glitzert ja so schön. Halt so grün, blau, ockerfarben und der Strand der Sehnsucht. Ich war viel 310 und 948 an den Rändern, aber der hat innen drin so schönes helles Grün und dann schimmert, also das schimmert ja nicht nur, dass die Strasssteine, die sind ja so schön strassig halt. Genau. Ach, hier habe ich schon sortiert, das ist witzig. Das habe ich aus dem Teddy. Ah, hier ist auch Strasssteine drin. Das ist für meine Tochter ihr Bild. Die hat da Pinguine, habe ich da gekauft aus Strass. Und diese nutze ich dann halt auch für meine Kinder. Ich habe dann auch noch Tic-Tac-Dosen. Die hatte ich von Anfang an, die Tic-Tac-Dosen. Aber die haben wir, die sagen wir nicht so richtig zu. Ich mag das lieber so hier im Moment. Vielleicht hole ich mir doch noch mal so einen Koffer mit Fläschchen, aber das weiß ich noch nicht genau. Wir werden sehen, was die Zeit bringt, die da vor uns liegt, die vor mir liegt, ob ich mich dann noch zu anderen Dingen entscheide. Jetzt erstmal habe ich dieses Sortiersystem, damit komme ich gut klar.
anschauen. In meinem Strass, bei meinem Strassbild habe ich auch die Medibäche. Und dann habe ich aber, ach ja, hier, von Teddy noch so eine kleine Bäche. Die finde ich auch recht gut. Ich beschrifte mir die immer von beiden Seiten, das kann ich euch mal zeigen. Weil ich das ja nicht mit einem festen Edding mache, sondern mit einem abwaschbaren Stift. Und wenn man dann doch öfters darüber greift, dann habe ich es hier unten noch dran stehen. Genau, das mache ich hier dann auch so. Genau. Das Video ist jetzt ein bisschen durcheinander, denke ich. Aber das war mein erstes Video und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ihr schaut mich nochmal, wenn ich ein neues Video hochlade. Und freue mich auf euch. Ich wünsche euch alles Gute, habt einen schönen Tag. Bei uns scheint die Sonne, bei euch vielleicht auch. Genießt die Sonne und die frische Luft. Bis bald.